Ist das eine Atmosphäre? Ein Empfang wie für die Weltmeister 1990 hier auf dem Römerberg. Angeführt vom Oberbürgermeister Peter Faltmann kommt Niko Kovac mit dem Pokal. Aber leider wieder viel zu viel Pyro-Idioten unter den so vielen tollen Fans, denen Jubel und Gesang reicht. Aber es sind halt einfach 50, 60 dabei, die meinen, hier das Spektakel anders feiern zu müssen. Ochsen-Idioten. Schade, schade. Ich brauch's nicht, ich versteh's nicht. Ich werde es nie verstehen, warum Fußballfans ihren Fanblock einnebeln, warum sie eine Feier von 12.000, 15.000 hier auf dem Platz und von weiteren Zehntausenden für ihr eigenes Spektakel meinen, nutzen zu müssen. Sie glauben, die Deutungshoheit zu haben, was es heißt, Fußballfan zu sein. Sie täuschen sich. Denn wenn Sie diese Bilder sehen, werden Sie merken, Sie sind in der Minderheit. Und zwar ganz deutlich. Sie sind noch nicht mal 1%. Und natürlich ist es so, wenn man sich mal umschaut, ich sitze ja mitten drauf auf diesem Platz, wenn dann einer so ein Bengalo, das glühend heiß ist, hochhält, schauen sich die anderen Fans um und fürchten sich auch ein bisschen. Das gilt erst recht für die ganz Jungen unter ihnen. So, es ist der Schwachsinn vorbei und der Nebel verzieht sich. Und jetzt ist es wieder schön, so wie es sein soll. Also überwiegend. Und dann kann man auch sagen, schön, dass wir uns sehen. Sehr, sehr viel Beeindruckendes haben wir gesehen. Ganz überwiegend. Und das bleibt auch, auch wenn es jetzt diese Eintrübung gibt. Und zwar in beiderlei oder in zweierlei Hinsicht. Aber überwiegend haben wir heute ein großes Spektakel nach dem DFB-Pokalsieg von Eintracht Frankfurt erlebt. Ralf Scholz, bitte. Ja, die Fans haben sehr, sehr lange ausgeharrt, 7 Stunden lang. Aber das Ganze geht jetzt ja noch weiter mit dem Protokoll Eintrag ins Goldene Buch. Das gibt es bei uns im HR-Fernsehen. Wir sind schon längst in der Sportschau-Zeit. Deshalb geben wir dann jetzt, nachdem wir den Pokal ja doch noch hier auf dem Römer gegeben haben, live rüber nach Köln zur Sportschau zu Jesse Wellmer. Dann gibt es auch noch spannende Dinge. Bitte, Jesse. Erdmännchen ärgern im Zoo. Wir machen jetzt hier einen Teleskopstab dran an die Vogelabtrappe, damit es ungefähr so aussieht, als würde da jetzt ein Greifvogel über das Gehege fliegen. Die Erdmännchen und der Pappkamerad. Heute um 20.15 Uhr. Das nächste wäre dann vielleicht mal ein Schakalmodell. Rassige Pferde und erstklassige Reiter vor historischer Kulisse. Dreifache Kombination, Doppelsteil, Ochse. Das ist die große Klaviatur. Das internationale Pfingstreiturnier. Es geht um den großen Preis von Wiesbaden. Top besetzt das Ganze. Am Pfingstmontag live ab 16 Uhr.
Ausflüge ins Dunkel der Nacht, der Sternenhimmel über Hessen, Licht und Lichterkunst. Kommen Sie mit und erleben Sie Hessen by Night. Der Ebbelwey-Express in Frankfurt. Eine Nachtpartie mit Stöffsche und Musik. Unverwüstlich, dieser Sonderzug in Frankfurt, der Ebbelwey-Express. Mit Stöffsche, also Ebbelwey, und immer guter Laune. Ich bin mit 18 nach Frankfurt gezogen und bin peinlicherweise noch nie mit dem Ebbelwey-Express gefahren. Und jetzt wird's Zeit. Und rein ins Vergnügen. Seit mehr als 40 Jahren fährt sie schon die gute Launebahn. Das Frankfurter Nationalgetränk kommt bei der Sonderfahrt aus der Flasche und ist garantiert handgekeltert. Christian Setzepfand ist Stadtführer und sorgt für Geschichten und Anekdoten über Frankfurt. In dem schon fast historischen Wagen wird noch von Hand gekurbelt. Innen Tradition, während außen die Glitzerdenkmäler der Finanzwelt und die neu gebaute Altstadt vorbeiziehen. Und so langsam steigt die Ebbelwey-Stimmung. Es wackelt und schüttelt, aber die Gäste wirft so schnell nichts aus der Bahn. Ebbler geht immer und hier besonders schön. Und trotz Geruckel, nichts vertrüppelt, nichts verschütt. Es ist halt nicht die Kommode oder die bequeme Fahrt, aber es ist eben rustikaler Charakter und macht richtig Laune. Auf den Gleisen durch die erleuchtete City, während der Stadtführer über die positiven Eigenschaften des örtlichen Nationalgetränks informiert. Ebbelwein hilft ja auch gegen Husten. Nach dem 10. Glas traut man sich nicht mehr. Es ist also ein wunderbares Getränk. Und jetzt gibt's kein Halten mehr. Aus der Klappe Gas, die hat der Beul am Ei. Eine Stimmung wie Weiland im blauen Bock. Nach knapp 2 Stunden sind Volker und Rainer glücklich. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Das war wirklich traumhaft und sehr informativ. Der Ebbelwey-Express. Frankfurter Gemütlichkeit auf Schienen. Die Vampire vom Kellerwald. Mit den Fledermausforschern unterwegs. Im Nationalpark Kellerwald erkunden Markus Dietz und seine Kollegen vom Institut für Tierökologie das Leben der Fledermäuse. Die beiden Biologen bauen ein Netz auf, um verschiedene Arten zu fangen, wenn es Nacht wird. Den Fledermausexperten geht es vor allem um die Sprache der Tiere. Dafür präpariert Juri Stetzner den Spezialrekorder. Den Bettcorder. Jetzt wird der Bettcorder an einen Hering befestigt, dass er auch sicher hängt und nicht abfallen kann. Der Bettcorder soll die Ultraschall und gezeigt haben, Berlin hat uns gehört. Und ich habe versprochen, wir singen heute. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder drauf. Beim Empfang der Frankfurter Eintracht hier auf dem Römerberg. Eine emotionale Rede des Oberbürgermeisters. Wir hören noch mal kurz zu. Schwarz, das ist die SG. Der outet sich immer als Eintracht-Fan. So bricht man mal das Protokoll. Bravo! Danke, danke, danke! Ja, man kann sich eine Rede auch mal sparen und einfach mitsingen. Stand ist angesprochen, liebe Adlerträger, liebe Sportgemeinde. Die Unterstützung von euch allen gestern Abend beim 75. DFB-Pokalfinale war unglaublich. Und das gibt es nur in Frankfurt. Die Choreografie, pure Gänsehaut. Und einer, der dafür verantwortlich ist, ist Dino von den Ultras Frankfurt.
Dino! Hey Jungs, Jungs! Die Saison war geprägt von eurem Herz, von eurem Willen und von eurem Einsatz. Ihr habt unser Herz zum Feuer, ihr habt unser Herz entflammt. Letzte Woche ist es fast erloschen, aber gestern, ihr habt ein Feuerwerk in uns entfacht. Ihr habt ein Feuerwerk in uns entfacht. Alle! Ich wundere mich ein bisschen, dass nicht erstmal ein Spieler sprechen darf, sondern der Sprecher der Ultras. Auch wenn die tatsächlich natürlich auch eine Menge bewirken. Das ist Wahnsinn, was an Choreografien da sichtbar ist. Aber nochmal, ich habe das vorhin auch schon mal erwähnt, was zu den Beifahrern auf dem Mobil von Niko Kovac. Die Bühne, finde ich, gehört heute den Spielern. Und alle Generationen, die nach mir kommen. Wir haben mit Eintracht Frankfurt nur schwere Zeiten erlebt. Wir waren mal in Europa. Aber wir haben nie einen Titel geholt. Nie. Und ihr habt es wahr werden lassen. Ihr habt uns den Titel geholt. Ihr habt uns den scheiß Titel geholt. Hey, Eintracht Frankfurt. Alle mal einhaken. Alle mal einhaken auf dem Römer. Auf, alle mal einhaken. Alle mal einhaken. Alle mal einhaken. Und jetzt knallt's hier. Jetzt knallt's hier mal richtig. La, 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 la. Aber er kriegt die Massen in Bewegung. Und wie? Wahnsinn, Wahnsinn, was für ein Bild. Ohne Boxen, ohne Synthesizer, ohne irgendwas, ohne Musikunterstützung. Das machen die Fans. Fußball heutzutage. Spieler kommen und Spieler gehen. Trainer kommen und Trainer gehen. Aber was wir von euch verlangen, wenn ihr bei Eintracht Frankfurt spielt, solange ihr hier bei diesem Verein seid, gebt ihr alles für unsere Farben. Alles, 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 alles. Dass ihr alles für diese Farben gebt. Und ich habe es gestern nicht gerafft, aber Pokal, wir haben den Pokal und verfickte Scheiße, wir fahren nach Europa. Es gibt auch das ein oder andere leicht betretene Gesicht, gar nicht mal bei den Spielern, sondern bei den Offiziellen, dass die ganze Sache so ein bisschen entgleitet. Aber die Stimmung auf dem Römerberg ist toll, ist super. Und vielen Dank für alle Jungs, die sich gestern für die Choreo gerade gemacht haben. Einfach mal einen fetten Applaus für die Jungs, die gestern die Choreo gerade gemacht haben. Danke, Jungs. So, Mikro wandert weiter zu den Spielern. Bin mal gespannt, wer das Wort ergreift, wer sich bedankt, wer ist derjenige, es muss eigentlich ein langjähriger Spieler sein oder einer, ja, wer ist es? Es ist Boateng. Es ist der Mann, der in der Spielerhierarchie ganz oben ist. Ich will was sagen. Ja, die Fans wollen Alex Meyer. Ja, wird akzeptiert.
Und das ist richtig. Er ist Eintracht Frankfurts Gesicht. Er ist Eintracht Frankfurt. Und er ist eigentlich Hallo? Keiner, der gerne in der ersten Reihe steht. Er ist angenockt, emotional. Also, das spürt man. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Diese Stimmung, ich bin jetzt schon lange hier, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Und wir sind stolz auf euch. Was ihr für uns gemacht habt, ist Wahnsinn. Und ich kann nur Danke sagen, das Team ist, hat sowas noch nicht erlebt. Und wie ihr uns angefeuert habt. Die Jungs haben super gekämpft gestern. Und ich denke, wir haben zu Recht gewonnen. Und seit 30 Jahren, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Danke, danke, danke. So ist er. Und noch, wer nicht hüpft, ist Offenbacher. Hey, hey, wer nicht hüpft, ist Offenbacher. Hey, hey, wer nicht hüpft, ist Offenbacher. Hey, hey. Das hält der Balkon aus, da bin ich mir ganz sicher. Hey, hey, wer nicht hüpft, ist Offenbacher. Ich glaube, die wenigsten Spieler begreifen eigentlich diese Rivalität mit Offenbach, denn die Auseinandersetzung in der Bundesliga, die gab es ja nur bis in die 80er Jahre hinein. Und die großen Duelle 1959 liegt lange, lange zurück. Jubel! Ich muss kurz was sagen. Ihr seid krank! So geil! Alex Meyer, Fußballgott. Alex Meyer, Fußballgott! Okay. Aber wir haben eine Maschine in der Mannschaft. Ein König! Ante Rebic! Der Mann des gestrigen Abends, Ante Rebic. Und ist ein bisschen komisch, weil ein Stürmer, der die Nummer 4 hat, ist ganz komisch. Aber was der Junge gemacht hat gestern, was ist da unglaublich, oder? Der hat vorm Spiel gesagt, er hat vorm Spiel gesagt mit seinem super Deutsch: Bruder, schlag den Ball lang. Das ist sensationell. Das ist richtig gut. Und ich habe gesagt: Bruder, ich schlag den Ball lang. Großartig. Großartig. Wenn ich sage Ante, was sagt ihr? Ante? Ante? Ante, Ante? Danke, Männer! So ein Typ hat Frankfurt gebraucht. Einen echten Leader. Einer mit Meinung. So, wo wandert das Mikro weiter? Ah, Radetzky. Der ist der Auserwählte. Die Fans wollen Niko Kovac. Aber ich glaube, Lukas Radetzky, auch wenn er geht, wenn er die Eintracht verlassen wird, hat natürlich auch wirkliche Spuren hinterlassen in Frankfurt. Hat er schon wieder Tränen in den Augen, so wie gestern? Das war, ja, das spielst du ja nicht. Das war echt.
gehört jetzt in die Reihe der großen Trainer bei der Frankfurter Eintracht, die einen Titel gewonnen haben. Ich liebe reden, sorry. Niko Kovac. Da bin ich gespannt, was Boateng ihm mit auf den Weg gibt. Sorry. Wer ist alles betrunken? Also, ich kenne den Nico ein bisschen länger als ihr. Ist ein ganz emotionaler Mensch, der es nicht zeigt. Ich glaube, in den 2 Jahren hat er eine überragende Arbeit geleistet. Und ich weiß, ihr alle und auch wir haben gesagt, was macht er? Geht zu Bayern. Aber, er hat uns den Pokal geschenkt. So wird's gemacht. Boateng macht das grandios. Er hat die 2 Jahre vergoldet. Und jetzt kann er auch zu Bayern gehen. Großartige Rede. Riesenrespekt für den Trainer, der uns ein Jahr, oder das eine Jahr, wo ich hier bin, so genervt hat, positiv. Immer 100%, aber er hat uns was zurückgegeben, ist diesen Pokal Europa League und diese krassen Fans hier. Und jetzt will ich will, dass Lukas Radetzky Deutsch redet, weil es ist so geil. Du bist deine Wichser, ja. Du bist deine Wichser. Mehr oder weniger seine letzten Momente hier in Frankfurt. Ich will eigentlich gar nicht so viel sagen. Danke für die fantastischen 3 Jahre. Ich habe es alles genossen. Danke für den Titel. Danke für meine Mitspieler, danke für euch. Einfach großer Respekt, danke euch. So, ich glaube, jetzt wandert das Mikrofon weiter zum Trainer, zu Niko Kovac. Frankfurt war eine extrem wichtige Station für ihn in seiner Trainerlaufbahn, die ihn weiterführt zu Bayern München. Man muss nicht nur Dankbarkeit für ihn empfinden, das muss auch in die andere Richtung gehen. Die Eintracht ist ja auch ins Risiko gegangen, einen Mann als Bundesliga-Trainer zu installieren, der dort in dieser Liga noch keine Spuren hinterlassen hat. Er hat das zurückgezahlt mit 100%. Das ist ganz klar. Man sieht sich bald wieder übrigens. Das erste Spiel der Saison. Supercup. Frankfurt gegen Bayern. Meine Lieben, bisschen Gehör bitte. Ja, aber das ist natürlich ein großer Spaß, den sich die Frankfurter Fans jetzt erlauben. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Aber ich bin mir sicher, es wird auch gleich abebben, weil das gehört ja auch zum Respekt dazu, dass Niko Kovac sich jetzt hier von diesen Fans verabschieden kann. Denn das wird jetzt eine Abschiedsrede, das ist klar. So, meine Lieben, danke. Ich möchte nicht allzu viel sagen, weil ich glaube, dem Prinz liegt das alles besser als mir. Ich möchte euch einfach nur sagen, ihr seid spitze. Ihr seid top in der Bundesliga. Frankfurt, 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 Frankfurt.
Es ist ein wunderschöner Tag nach einem historischen Sieg in Berlin. Viele, die in Berlin waren, haben ein Spiel gesehen, wie ihr hier, die im Stadion wart, beziehungsweise auch zu Hause. Ihr habt uns unterstützt von der ersten bis zur letzten Minute. Und dieser Sieg, dieser Pokalsieg, ist letzten Endes ein Geschenk von uns an euch. Danke euch. Okay, und jetzt deutscher Pokalsieger, deutscher Pokalsieger, deutscher Pokalsieger, es geht deutscher Pokalsieger. Hinsetzen. Alle sollen sich nochmal hinsetzen. Niko Kovac hat das Mikrofon noch nicht aus den Händen gelassen. Klar, die Gelegenheit nimmt man jetzt natürlich wahr, aber Eamon Barcock beispielsweise, so ein Selfie bekommst du oder so ein Foto, das bekommst du vielleicht nur einmal im Leben. Ja, alle nochmal. Niko Kovac fragt nochmal, was muss ich nochmal genau sagen? Uff da, tätere. Also, alle hinsetzen. Eamon soll das machen. Also, Eamon Barcock soll jetzt hier das H und das U und das M und das B und das A. Ah! Erstmal alle hinsetzen. Hinsetzen. Der Ersatztorwart. Sitzt ihr alle? Zimmermann, der kann feiern. Dann gib Bernu! Kennt er aus Darmstadt. Gib Bernu! Gib Bernu! Gib mir einen Scheißkick, aus Offenbach! Scheiß Kickers Offenbach! Scheiß Kickers Offenbach! Gib mir ein B! B! Gib mir ein Pokalsieger, alle! Pokalsieger, alle! Und jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Ich möchte noch mal ein ganz ruhiges A hören. Und wenn ich das Folgende euch frage, möchte ich, dass ihr richtig ausrastet, als wären wir 2018 DFB-Pokalsieger gegen Bayern München geworden. Der ist gut, der Zimbo. Der ist gut, der Zimmermann. Der macht das super. Was gibt das? Humma, 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 tete. So wird gefeiert. So wird gefeiert. Vermissen Sie da ein Pyro? Ich nicht. Ihr seid die Geister! Das war ein aufregender Tag. Es waren zwei aufregende Tage. Es war ein super aufregender Abend gestern. So, aber es gibt noch eine Person, sorry, ich muss euch unterbrechen. Es gibt noch eine Person, der euch besser einheizen kann als jeder andere hier auf dem Balkon. Moppes! Ah, Moppes Petz bekommt nochmal das Mikro. Das ist der Torwarttrainer, Manfred Petz. Spielt den Pokal mal gegen die Eintracht übrigens. Also doch das Trikot von Mainz 05. Dann singe ich einfach mal in Frankfurter Lied so ungefähr. Ihr müsst einfach nur mitmachen. In Frankfurt auf der Autobahn, da ist heute Nacht was los. Ein Ami werft den Kippe fort und 50 Scherze los. Ja, ja, der Choo-Choo-Lage-Boogie ist unser Boogie-Boogie. Choo-Choo-Choo, die Zeit vergeht ihm nur. Ja, ja, der Choo-Choo-Lage-Boogie. Sensationell! Ist unser Boogie-Boogie. Choo-Choo-Choo, die Zeit vergeht ihm nur.
Die Mutter hat ein Kind gekriegt, sie weiß nicht mehr von wem. Die Nachbarn haben Schäfer und vielleicht ist es von dem. Ja, ja, du, du, Lade Boogie ist unser Boogie Boogie. Tschu, 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 die Zeit vergeht ihm nur. Ja, ja, tschu, tschu, Lade Boogie. So einen brauchst du im Trainerteam, dann hast du Stimmung. Tschu, tschu, die Zeit vergeht ihm nur. Ihr seid sensationell! Das war Manfred Moppespetz, der Torwarttrainer von Eintracht Frankfurt. Und ich gebe runter zu Ralf Scholz. Ja, das ist natürlich sensationell, was hier noch für Talente entdeckt werden bei dieser Pokalfeier. Überragend, kann man nicht anders sagen. Wir haben jetzt einige Stunden mit der Mannschaft verbracht. Wir haben sie da oben gesehen. Wir haben Kevin Prince Boateng erlebt mit einer sensationellen Rede. Einen sehr emotionalen Niko Kovac. Und gleich kommen hier noch die ganzen Unterschriften rein. In blütenweißes, feinstes, goldumrandetes Papier. Goldene Buch der Stadt eingetragen. Muss natürlich sein, ist doch ganz klar. Da hinten gibt es die nächsten gekühlten Getränke. Eine gesamte Lage wurde gerade erstmal hier auf den edlen Parkettboden geschmissen. Passiert dann auch mal, ist aber nicht so schlimm, weil der Pegel ist immer noch sehr, sehr, sehr in Ordnung. Wir bleiben natürlich hier. Hessenschau 19:30 gibt es mehr von dem Eintrag ins Buch. Es gibt noch die eine oder andere kleine Rede und die Höhepunkte natürlich dieser unvergesslichen Pokalparty. Morgen sind wir wieder da mit dem Sport, 16 Uhr vom Pfingstrhein-Turnier aus Wiesbaden. Da gibt es nochmal alle emotionalen Momente und Bilder und alles, was es noch Neues gibt vom Pokalempfang. Der Pokalsieger heißt Eintracht Frankfurt und kommt mitten aus diesem Bundesland. Viel Spaß noch bei uns im HR-Fernsehen. Tschüss. Also Hallo Hessen, live vom Hessentag hat deshalb einen besonderen Reiz für mich, weil wir zum einen abhängig sind vom Wetter. Im vergangenen Jahr gab es live ein Gewitter und es ist alles um die Ohren geflogen. Und dann haben wir ja Publikum. Da gibt es zwischendurch dann natürlich schon mal den ein oder anderen Kommentar von dem einen oder anderen Herrn, der dann Kompliment macht, was man dann anhat. Ich finde sowas süß, ich finde das toll, ich mag das. Ganz herzlich willkommen! Es ist für mich schon eine besondere Herausforderung, auf die ich mich aber ganz extrem freue. Erdmännchen ärgern im Zoo. Wir machen jetzt hier einen Teleskopstab dran an die Vogelabtrappe, damit es ungefähr so aussieht, als würde da jetzt ein Greifvogel über das Gehege fliegen. Die Erdmännchen und der Pappkamerad. Heute um 20.15 Uhr. Das nächste wäre dann vielleicht mal ein Schakalmodell. 20 Meter unter den Straßen. Peter Beuchle beginnt seinen Dienst.